Zurück bei Anruf im Pressetalk und wir versuchen mal die Probleme, die in 2017 nicht gelöst wurden, doch noch jetzt in unserer Schlussrunde zu lösen. Was könnte man denn machen, sagt der erfahrene Wiener Bauunternehmer, jetzt, hätte ich fast gesagt. Ja, Bauunternehmer, Beobachter. Ja. Da wäre ich nicht ein armer Journalist. wir haben viel über Wohnen und Wohnbau gesprochen. Damit zusammenhängt auch ein Parallelproblem, nämlich die Verkehrspolitik, wo neu gebaut wird, bewegen sich Menschen, müssen pendeln. Es gibt auch im Speckgürtel von Berlin sehr viel Bautätigkeit und überall da Nadelöhre, wenn man in die Stadt hineinfahren möchte. Und da ist auch noch nicht erkennbar, dass es so tragfähige Konzepte gibt, ja, wie die Pendler. Aber es gibt viele Pläne von der Verkehrssenatorin. Ja, also das Konzept mit den Fahrrädern. Ich selber bin hauptsächlich Radfahrer in Mitte, wo ich arbeite und fahre von zu Hause auch. Also ich sehe das mit Sympathie, dass man was für die Fahrräder tut, aber das allein ist ein bisschen zu wenig. Der Gewerbeverkehr, also immer mehr Online-Bestellungen, daher immer mehr Lieferfahrzeuge, die nirgendwo stehen können. Da müsste man sich was Originelles einfallen lassen, wenn man im Senat für Verkehr zuständig ist. Und ein kleines Detail nur. Jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, leider nicht in Ihrer, sondern in einer Konkurrenzzeitung, man möchte eine Parkraumbewirtschaftung in einem Gebiet aufstellen und hat eine Ausschreibung gemacht für Verkehrsschilder und diese Ausschreibung war erfolglos. Also so wie Sie angedeutet haben, die Ausschreibungen sind wahrscheinlich so kompliziert und bürokratisch, dass man sich denkt, also ich melde mich gar nicht an, sondern arbeite nur für. Aber das gehört alles so auch zur Verkehrspolitik aber dazu. Verkehr ist eigentlich das wichtigste Thema nach Wohnen in dieser Stadt geworden, Herr Thomsen. Und da höre ich von der Verkehrssenatorin immer, wir haben einen neuen Plan. Wir haben einen neuen Plan und wir werden diesen Plan machen mit Beschränkung der Geschwindigkeiten und dem Verbot von Dieselautos. Und was immer noch da so kommen könnte. Darf ich ganz kurz korrigieren? Ich glaube nicht, die Verkehrspolitik ist das Wichtigste nach Wohnen, sondern Bildung. Aber man kann nicht über alle Themen in gleicher Ausführlichkeit sprechen. Sie haben recht, da gibt es einen neuen Plan. Wer hätte das gedacht? Genau, aber es ist wirklich ein neuer Plan, denn das ist jetzt ja eine Verkehrssenatorin, die für die Grünen dasteht, nicht mal in der Partei ist, sondern aus einem Umweltverband kommt. Und ich finde, sie ist umstritten, ja, aber ich finde, sie macht in einer interessanten Art und Weise wirklich knochentrockene Faktenpolitik. Das ist, beinahe hätte ich gesagt, wie beim Militär. Sie guckt sich ein Problem an und denkt sich, was sind hier die Faktoren, die man ändern muss? An welchen Strippen ziehe ich, um ein Problem zu lösen? Es gibt in Berlin Probleme oder wachsende Probleme mit dem Autoverkehr. Es gibt Probleme mit der Luftverschmutzung. Wie löse ich das? Und dann zieht sie hier und zieht sie da und zieht sie da. Und es ist ja so, ich meine, der Schwerpunkt Fahrrad, den hätte man unter einer rot-schwarzen Regierung sicherlich nicht bekommen, auch nicht unter einer mit FDP-Beteiligung. Jetzt haben wir ihn. Es ist eine Rot-Rot-Grün, es ist eine Mitte-Links-Regierung und die setzt einen Schwerpunkt woanders, nämlich auf diesen Verkehrsmitteln, die sonst nicht so im Vordergrund standen und die es eher schwer hatten. Das ist ein neuer Plan. Wir haben ein Jahr jetzt. Der neue Plan ist noch nicht ganz fertig, aber er ist doch schon in großen Teilen fertig. Ist sichtbar, es wird auch schon gestritten darüber. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das Versprechen, das mit dem neuen Plan, dass man sozusagen attraktiver macht, was öffentlich ist und weniger attraktiv macht, was individueller motorisierter Verkehr ist, ob das wirklich aufgeht, ob denn der Verkehr insgesamt besser fließt. Sie sind ja auch ein passionierter Radfahrer. Ja, trotzdem ist es natürlich von der Kommunikation her ein Problem, dass man sich erstmal massiv, ich meine nicht gegen Radfahrer, ja, das sind aber 15% der Leute maximal und das ist natürlich, also man hat den Schwerpunkt sehr stark auf dieses Radthema gelegt, das war getrieben durch das Volksbegehren, was es gab und man hat nicht den Eindruck, also mit dem Wirtschaftsverkehr, der womöglich ein größeres Problem ist, wie der Kollege sagte, da hat man nämlich noch keinen Plan. Also das ist sozusagen, man hat auch keinen Plan für die Pendler, die es gibt. Also wenn man in Spandau oder sonst wo unterwegs ist, da weiß man, was da los ist. Das ist sozusagen auch von der Mitte aus gesehen, ja, kriegt man es gar nicht so mit, aber es ist einfach ein Riesenproblem, was viel, viel mehr Leute noch betrifft, als sagen, ob ich jetzt hier eine grün angemalte Radspur habe oder nicht. Ich finde das richtig im Kern, aber die Prioritätensetzung und damit sozusagen die wachsenden Verkehrsprobleme von der vollen U2 mal abgesehen, also die Leute, die sich im öffentlichen Nahverkehr drängeln, die S-Bahn, die Ausschreibungen, die nicht funktionieren werden, die Beschaffung von Fahrzeugen für die U-Bahn und die S-Bahn, die sozusagen auf Messerschneide ist, ob die wirklich, wenn die Lebensdauer dieser Fahrzeuge ausläuft, ob die dann neue bekommen, das ist alles, glaube ich, noch die wichtigere Frage, als ob es an der Skalitzer Straße einen Radstreifen gibt, bei allem persönlichen Wunsch danach. Ja, aber das ist, ich glaube, da hat man ein paar
nicht wirklich adäquate Schwerpunkte gesetzt, jedenfalls in der Kommunikation auch. Und das wird schwierig, weil die Leute sind da sehr skeptisch. Und wenn man sich über Verkehr redet, muss man natürlich noch mal kurz, also was war das Thema des Jahres? Tegel, ja, der Flughafen. Dieses Thema wird abgeräumt werden, nehme ich an, Anfang des Jahres. Da wird der Senat sagen, ja Mensch, habt da Pech gehabt, habt da zwar gewählt, aber machen wir trotzdem nicht, machen wir zu. Wenn jetzt der Eindruck sich verfestigt, dass der BR irgendwie vielleicht doch mal aufmachen kann irgendwann, dass auch das wird man im kommenden Jahr merken. Also da werden diese Prüfungen werden anfangen und man wird merken, okay, kriegen wir das hin oder funktioniert das zusammen oder nicht. Und dann ist das womöglich mal irgendwann in der Zielgerade, muss man nochmal Geld nachschieben. Auch das wird eine heftige Debatte geben im Januar, Februar, wo die Politik sagen muss, wir brauchen noch eine halbe Milliarde oder ein bisschen mehr für den BER-Fertigbau. Also das werden so Sachen, wenn das vielleicht mal abgeräumt ist, dass man irgendwie sagt, der Tegel ist erledigt und so und der BER kommt, das glauben wir jetzt auch mal endlich, dann vielleicht wird man so eine Art negatives Grundrauschen, was auch die Politik natürlich Rot-Rot-Grün und Herrn Müller und so wirklich runterzieht. Ja, wenn das vielleicht mal irgendwann überwunden ist in der Wahrnehmung, okay, das geht jetzt, er ist auf der richtigen Spur, dann kann man sich womöglich auch noch mehr mit anderen Themen beschäftigen und in der Wahrnehmung der Leute wird es eine Aufbaugeschichte womöglich geben in Ende 2018. Wenn dieser Turnaround gelingt, dann haben sie womöglich eine Chance. Wenn das ihnen weiter am Bein hängt, dann glaube ich, kann man mit dieser Regierung nicht mehr viel erreichen. Für die Pendler müsste man also auch was tun, um es attraktiv zu machen, vom Auto umzusteigen in öffentliche Verkehrsmittel. Ja, aber wenn die Oberen... Also in Brandenburg auch einiges passiert jetzt. Ja. Die Brandenburger haben sich ja lange geweigert, in Richtung S-Bahn zu denken und das zu erwarten. Jetzt kommen sie in Gang. Man hat 2017 sich zusammengesetzt, vielleicht sollten wir mal ein paar S-Bahnlinien bauen in den wachsenden Speckgürtel. Das dauert 10 Jahre. Ich meine, es ist natürlich auch das nicht die jetzige Regierung. Es ist ein völliges Versagen der Vorgängerregierung, dass das keiner gesagt hat, hallo, wir haben ein Umlandproblem ja, mit der Anbindung, mit der Bahnverbindung. Desaströs. Man muss ja nicht nur neu bauen, sondern auch die Taktung verdichten, dass die Züge einfach öfters fahren. Und man muss auch darüber nachdenken, ob man nicht die Tarifzone noch ein bisschen ausweitet. Das ist dann schon attraktiver, wenn ich außerhalb der Grenze wohne. Und da gibt es also Widerstände, dass das Einnahmeverluste bedeutet. Dafür fahren ja mehr Leute und dafür hat man eben einen besseren Verkehr. Herr Thompson, das erweckt bei mir immer so den Eindruck, auch diese Plänemacherei, so wie Sie Verkehrssenatoren eben beschrieben haben, ja, so wie Militär, nehme ich mir das Problem vor, dass das, wenn ich mit der U-Bahn fahre, Sie haben es ja eben schon angesprochen, immer voll. Ja. S-Bahn fahren, immer voll. Mhm. Alles ist immer voll. Die Straßen, alle verstopft. Muss ich da nicht sagen, so jetzt machen wir einen Initiativplan, den setzen wir sofort um, statt lange Pläne zu machen und dann zu verschieben. Okay. Und so sind die Probleme nicht so dringlich, dass ich sage, das müssen wir jetzt vorrangig lösen. Ich fahre jeden Tag mit der U2 und ich leide. Jeden Tag ist es wirklich furchtbar. Das Problem ist ja auch schon angesetzt. Also wenn wir darüber recherchieren, heißt es immer, ja, schwierig, die Strecke ist irgendwie kompliziert und da kann man nur langsam fahren, wir können nicht mehr Züge draufbringen. Haben Sie gemerkt, wenn die Zuschauer geklatscht haben darauf? Also mir geht es auch so. Ja, genau. Also die U2 ist wirklich ganz schlimm. Aber ich meine, wir sehen natürlich jetzt, also zum Teil lasse ich 3 Bahnen fahren, weil es einfach nicht, man kommt einfach nicht rein. Man kommt schlicht nicht rein zu den Stoßzeiten. Das habe ich wirklich noch nie gehabt. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, unter Diepgen war alles anders, da war die U-Bahn noch leer, also war das alles richtig gewesen. So, wir haben einen Druck auf der Stadt. Seit Jahren ziehen hier Zehntausende Menschen her. Die Stadt scheint für viele irgendwie attraktiv zu sein, im Gegensatz zu vielen, die sagen, hier funktioniert gar nichts. Irgendwie kommen die Leute und natürlich sind die dann irgendwann auch zu spüren und zu sehen und leider in der U-Bahn auch zu fühlen, weil es so eng wird. Man muss was machen. Ja, ich weiß auch nicht, bei der U2, ich bin kein U-Bahn-Techniker, ob man da mehr Waggons einsetzen kann, ob die da einfach nur die Hände in den Schoß legen, das glaube ich nicht. Die Kutter kenne ich eigentlich anders. Aber dass sie zum Beispiel jetzt diese Ausschreibung verschlafen haben und nun da irgendwie so eine Notausschreibung machen müssen für neue U-Bahn, das ist natürlich hochnotpeinlich. Also, sowas darf doch eigentlich nicht passieren. Wir müssen einfach sagen, natürlich in Berlin, in London und Paris und so sind die U-Bahn auch voll und in Tokio sowieso. Also man hat einfach, das ist natürlich normal, in jeder großen Millionenmetropole ist es so. Da kann man jetzt sagen, ja, war bei uns immer gemütlich, stimmt, ist jetzt nicht mehr so. Und trotzdem erwartet man ja gerade in dieser Situation, ja, man erwartet, deswegen, natürlich muss man Pläne machen. Also dieses, wir machen jetzt alles ganz schnell, natürlich geht das nicht ganz schnell. Ein Verkehrssystem umzubauen ist eine Sache von 20 Jahren womöglich. Und das wird auch mit dem Radverkehr so sein, mit dem Wirtschaftsverkehr so sein. Und natürlich müssen sie neue U-Bahn-Linien auch machen. Das wird auch alles kommen, glaube ich, wenn die Entwicklung in Berlin so weitergeht. Wenn die abgewürgt wird, dann muss man es vielleicht auch nicht machen. Aber wenn man davon ausgeht, dass es dynamisch so weitergeht wie die letzten Jahre und mehr Jobs es gibt und mehr Arbeitnehmer es gibt und so, dann muss man daran. Aber man hat eben so ein bisschen das Gefühl immer noch so,
Ja, sie sind halt dabei, es auch zu versauen. Wie gesagt, bei der Beschaffung, bei der letzten S-Bahn-Ausschreibung. Jetzt müssen die alten Dinger nochmal wieder Jahre länger halten und das Amt sagt, na, ob das überhaupt geht. Und jetzt müsste. Also es gibt tausend solche Probleme. Und ich denke, 2021, 2022, 2023 stehen wir auf der Straße. Da ist alles, was wir bisher erleben, noch alles Peanuts. Da können wir uns alle ein Fahrrad kaufen und fahren, weil das geht ja immer. Also ne, das ist. Und dafür, das wird sich aber auch jetzt nächstes Jahr, muss jetzt sehen, ob Sie da den Weg einschlagen können zum Besseren. Sie sind ja berüchtigt für Bashing der Berliner Verwaltung und Bürokratie. Also ich habe wirklich immer das Gefühl, dass ich es kritischer sehe als die deutschen Kollegen. Ja. Wenn Sie das wiederum sehen, dass eine Verwaltung was verschläft, was man ja eigentlich wissen müsste, man müsste das ja ständig vor Augen haben, ja, wie wir ja auch, Termine, das musst du machen. Ja, nehmen wir das einfach alles so hin und sagen, und das ist halt so in Berlin oder was? Ja, oder muss man nicht sagen, das ist Berlin, ne? Ja, und da ist man fast noch stolz drauf. Wir können gerne über Österreich reden. Also ich meine, das gibt aktuelle Themen, so ist es nicht, aber vielleicht in einer anderen Sendung. Wenn wir denn in Wien sitzen und die Sendung machen. Wir reden jetzt über Berlin und hätten auch andere Themen, die wir noch gar nicht so angesprochen haben, Bildung zum Beispiel, die Sicherheit, ja, die Digitalisierung, welche Probleme es gibt mit den Softwareprogrammen von Bezirk. Also es gibt noch genug zu reden im Jahr 2018 und es gibt auch noch ganz viel mehr zu lösen am Problem und wir schaffen das schon und wie sagt man, oh, jetzt habe ich gesagt, das Wort, das verpönt ist seit 2015, packen wir es an, ist besser, gut. Packen wir es alle an und vielleicht finden wir dann eine Lösung, es darf zumindest eins nicht mehr passieren, man darf solche Ausschreibungen nicht verpennen und nicht verschlafen, ja, man muss auch sich seiner Verantwortung schon bewusst sein, dass man bestimmte Dinge tun muss, sonst, wie heißt das früher, sonst gehst du nach Hause. Ja, könnte man ja auch sagen, aber leider wird erst in 4 Jahren wieder gewählt. Und wir werden dann im Jahr 2018 bestimmt die Politik des rot-rot-grünen Senats noch mehrfach in dieser Runde diskutieren, auseinandernehmen und von Herrn König sein berühmtes Bashing hören. Ich bedanke mich bei Joachim Verhun von der Berliner Morgenpost, Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro und wie Sie gemerkt haben, ein waschechter Wiener und Jan Thomsen von der Berliner Zeitung. Ihnen allen dreien ein schönes Weihnachtsfest und natürlich Ihnen auch zu Hause ein schönes Fest. Feiern Sie schön. Wir sehen uns auch nächste Woche wieder an Druck und dann werden wir eine Bilanz der großen Bundespolitik ziehen. Bis dahin, danke und tschüss.